Willkommen in unserem Schwangerschaftshotel. Da ist der Manager. Hallo. Aufwachen, Schlafmütze. Wir sind hier. Ladies, wir sind leider ausgebucht. Und wenn ich mit Gold bezahle? Ein Moment. Hier ist dein Zimmer. Schönen Tag noch. Und wenn ich im Voraus bezahlen kann? Oh, klingt super. Komm rein. Hi, ich brauche auch ein Zimmer. Und ich brauche Geld. Berühre einfach meinen Bauch. Das ist ein zukünftiger Millionär. Danke, ich werde dein Zimmer finden. Was? Ein Mehrbettzimmer? Ich find's schön. Wir sind zu dritt, aber es gibt nur ein Bett. Ich will mit dem Manager sprechen. Es gibt nur ein Bett. Sorry, es gibt keine Zimmer mehr. Ihr müsst es euch teilen. Ich schlafe hier. Mein Baby ist reicher. Nein, dieses Bett gehört mir. Stopp, ich habe eine Idee. Weg da. Karat ist mein zweiter Vorname. Geschafft. Ich habe das Bett geteilt. Jetzt gibt es zwei Betten. Danke, Anthony. Und was ist mit mir? Eine Sekunde. Hier ist ein Bett für dich. Wow, danke. Ashley, bist du bereit rauszufinden, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist? Ups, nein, ein bisschen höher. Wow, was ist es denn? Ein Goldjunge. Oh, ich bin so glücklich. Bist du bereit? Ein Junge oder ein Mädchen? Das werden wir gleich sehen. Juhu! Was steht denn da? Ein Mädchen! Ich freue mich so! Was ist das? Mal sehen. Du bekommst ein Mädchen! Oh, danke! Ich bekomme ein Mädchen! Anthony, gib mir mein teures Essen. Das war's? Danke. Das ist also eine reiche Portion. Was soll ich nehmen? Ich kann mich nicht entscheiden. Schätzchen, worauf hast du Lust? Mein günstiger Burger ist so lecker. Der riecht super. Was ist sie da? Junkfood. Dakota, teilst du mit uns? Klar. Ich habe noch zwei. Guten Appetit. Oh, danke. Der ist echt lecker. Ja, oder? Lass uns mal nachsehen. Ashley, deinem Baby geht es sehr gut. Danke, Doktor. Das ist für Sie. Super. Wir sehen uns morgen. Wow. Wir können mit unserer Zeremonie beginnen. Ich kann die Zukunft deines Kindes sehen. Und sie ist unglaublich. Das Baby ist kerngesund. Wir sehen uns bei Vollmond. Danke. Können wir mit dem Ultraschall beginnen? Nee, danke. Das macht dann 20 Dollar. Der nächste. Danke. Ich nehme das hier. Und kannst du auch mein Baby scannen? Ist das dein Ernst? Okay, mal sehen. Es ist noch nicht so weit. Oh, und es ist ein Mädchen. Glückwunsch. Danke, hier sind 10 Mäuse. Nicht nötig, das geht aufs Haus. Ich hätte Arzt werden sollen. Musik ist gut für Babys. Hör zu, Schätzchen, das ist ein Klassiker. Spiel mein Lieblingslied. Na klar. Die reichste Lady wird das reichste Baby bekommen. Oh ja, bravo. Hast du das gehört, Baby? Du hast die beste Mom aller Zeiten. Und wer singt für mein Baby? Huhu! Dieser Song geht an dich. Sie mag es. Danke. Ich kann ohne mein Schwangerschaftskissen nicht schlafen. Ah, wie gemütlich. Ein besonderes Kissen? Okay, ich habe auch etwas Besonderes. Geld!
Jetzt ist es schön gemütlich. Reiche Träume. Ich habe weder Geld noch ein Schwangerschaftskissen. Aber ich habe meine Fantasie. Diese Hose ist super. Cool. Eine super bequeme Umstandshose. Es ist so bequem. Gute Nacht. Hat jemand meine Hose gesehen? Oh, ich sehe schon. Schlaf gut, Dakota. Schau dir diese süßen Sachen an, die ich für mein Baby gekauft habe. Nur das Beste für mein Kind. Oh, wow. Hallo, Lieferung? Ich habe eine dringende Bestellung. Hier sind deine Artikel. Oh, danke. Hier ist die Garderobe für meinen Sohn. Das ist Designerware. Frisch vom Laufsteg. Ich habe nichts. Ich guck nicht. Schönes Shirt, aber ich brauche eine kleinere Größe und eine heißere Einstellung. Super! Hier ist ein Shirt für mein Baby. Ladies, steht auf! Heute ist euer Entbindungstag. Beeilt euch! Was? Okay, Doc, kommt schon! Mein superreicher Schatz! Mein Gold, Mädchen! Mom hat dich lieb! Anthony, hilf uns! Ja, ich komme. Anthony, halt mein Baby. Und meins auch. Und meins. Was? Okay. Psst, meine Kleinen. Psst. Onkel Anthony hat ein interessantes Video für euch. Lass mich durch, ich bin schwanger. Hey, du bist nicht die Einzige, die hier schwanger ist. Du bist also genau wie ich. Schau dir meinen Bauch an. Niedlich, nicht wahr? Darf ich deinen anfassen? Hallo, Baby. Bist du ein Mädchen oder ein Junge? Geh weg von mir. Ich werde dich beißen. Oder das Baby wird es. Ah, was für ein Albtraum. Vampire. Okay, meine Damen, wer ist die Nächste? Komm rein. Darf ich? Warte eine Sekunde. Lass uns dich testen. Ist alles in Ordnung? Oh nein, ist das eine Streberin? Hier steht, schwangere Superhelden. Ich dachte, das ist ein Scherz. Das ist ein Krankenhaus, keine Stand-up-Comedy-Show. Raus hier. Und was soll ich tun? Du willst cool sein? Hm? Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Wirklich? Wow, bist du auch schwanger? Du bist schlau. Schau, das ist deine Chance. Alles, was du tun musst, ist ein Vampir zu werden. Daran habe ich auch gedacht. Danke, Barbie. Lass mal sehen. Wow, so cool. Ich kann es kaum erwarten, anzufangen. Also mein Gesicht ist in Ordnung. Ich bin mir sicher. Ich mag dein Selbstvertrauen, aber das brauchst du, um ein Vampir zu werden. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Okay, sag mir, was ist mit mir los? Ich werde müde vom Reden, Mädchen. Aber wenn du willst, dass ich es tue, das ist Akne. Ich hab dich. Okay, was ist in der Beautybox? Wow, es ist eine Feuchtigkeitscreme. Ah, puh, ich bin's. Lass uns entfernen, was wir nicht brauchen. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich so perfekt werden kann. Hier gibt es eine Menge zu tun. Lass uns an meinen Tränensäcken arbeiten. Das tut so gut. Bin ich das auch? Hey, Senorita, du bist gefährlich schön. Cha-cha-cha, arriba! Ah, wow, eine gute Landung. Was steht als nächstes auf dem Plan? Rote Augen, genau. Ist da etwas in der Beautybox? Lass uns nachsehen. Augentropfen. Toll. Oh nein. Das wollte ich nicht. Kann ich es reparieren? Ich wusste nicht, dass es für Schlangen ist. Ich bin sicher, dass ich dieses Mal Glück habe. Das ist irgendwie komisch. Für wen sind diese Tropfen? SpongeBob? Wie ist der hierher gekommen? Ich habe die Nase voll von diesen Experimenten. Puh, sie sind so anstrengend. Bin ich eingeschlafen? Streichhölzer, ich kann nicht ohne euch. So ist es besser. Jetzt, wo ich nicht mehr blinzle, muss ich nur noch warten. Und ich bekomme die roten Augen. Hat es geklappt? Oh ja, Maya hat gewonnen. Wer ist der Champion? Darf ich dich mit Wasser bespritzen, Champion? Der Geruch ist eklig. Wirklich? Oh, oh nein, du hast recht. Es ist Zeit für ein Bad.
Es ist gut, dass ich ein Badebomben-Set habe. Zeit, es zu benutzen. Mische Backpulver und Zitronensäure. Das ist super roter Farbstoff, genau wie meine Augen. Ich glaube, alle Vampire werden meine Bomben wollen. Rühre alles um, bis es glatt ist. In Sternenform für einen zukünftigen Star. Wir geben das Material in eine Form und lassen es aushärten. Schon schick, die Bombe ist fertig. Plup, sieh dir nur diese Explosion an. Ich hoffe, es gibt keine Haie in der Nähe. Es schäumt, das ist so cool. Es ist, als ob meine Haut aus Porzellan wäre. Wow, ich muss es Barbie zeigen. Ich muss nur noch trocken werden. Dieses Outfit passt überhaupt nicht zu mir. Es wird Zeit, an meiner Garderobe zu arbeiten. Lass mal sehen. Zu hell. Wo kann ich ein Vampirkostüm bekommen? Vielleicht kann ich etwas aussuchen. Das ist nicht das, was ich brauche. Wow, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Was? $1000? Das ist ein Vermögen. Ich habe nur gar nichts. Vielleicht geben Sie einer schwangeren Frau einen Rabatt? Warte, ich weiß, wo ich das Geld herbekomme. Ich hoffe, du hast nichts gegen Bodypainting. Mach dich bereit, ein Internetstar zu werden. Denn du und ich werden TikToks machen. Mit deinem Charme und meiner Plastizität werden wir in wenigen Minuten reich sein. Ich bin sicher, er wird beliebter als der Wednesday-Tanz. Hey, was hältst du von Breakdance? Wie viele Aufrufe? Was? Ich kann es nicht glauben. Wir haben es geschafft. Wir sind reich. Danke, Leute. Ich werde die Lieferung von Toom Chick nutzen. Wow, so schnell. Perfekt. Aber das kann ich über meine Nägel nicht sagen. Ich bin gerade mit meinen fertig geworden. Nimm es. Danke, Barbie. Ich mache es schnell. Oh, du hast den Nagellack mitgebracht. Du bist so fürsorglich. Oh, ich habe mich etwas hinreißen lassen. Und wie bringe ich das wieder in Ordnung? Was, Barbie? Das ist für dich. So süß. Mal sehen, was es ist. Wow, das ist genau das, was ich brauche. Ich kann sie als Krallen benutzen, aber erst nachdem ich mir die Nägel gemacht habe. Jetzt werde ich nichts mehr verderben. Es ist 100-mal bequemer. Trockne dich ab. Es kommt ein Vampir mit Klauen. Sieht so aus, als ob er fertig ist. Das ist so cool. Ich glaube, du hast etwas vergessen. Was ist mit den Reißzähnen? Ja, das habe ich ganz vergessen. Ich habe immer noch keine Reißzähne. Ich brauche sie wirklich. Vielleicht sollte ich meinen Zahn schärfen. Versuche es nur nicht zu Hause. Ich bin doch ein Profi. Autsch. Oh, wer hat mich an der Zunge gezogen? Oh nein, anscheinend habe ich es übertrieben. Was soll ich jetzt tun? Barbie, sei nicht traurig, du kannst ihnen der Zahnfee geben. Wie konnte ich das nur vergessen? Du bist ein Genie. Ich werde ihn unter meinem Kopfkissen verstecken. Und das wird der Fee den Weg zeigen. Je eher ich einschlafe, desto eher kommt die Fee. Hey, hier bin ich. Ich hasse Treppen. Also wo ist mein Zahn? Ist die Luft rein? Autsch. Ich hätte fast alle Zähne verloren. Oh, das ist ja praktisch. Danke, Maya. Wo hast du sie gelassen? Sind das etwa Pralinen? Vielleicht ist er einfach rausgefallen. Hab dich. Oh, mein Ausweis. Das verstehe ich nicht. Moment mal. Ist das besser? Alles ist offiziell. Oh, jetzt ist es offiziell. Okay, dann. Danke für dein Verständnis. Aber wo ist er? Oh, ein Keks. Barbie, kannst du ihm helfen? Sag nichts mehr. Beweg dich nicht. Ach, lass meine Nase los. Das ist ein schöner Moment, sich ein paar von ihnen auszuleihen. Ja, ich glaube, ich habe sie gefunden. Erledigt. Barbie, fliegst du? Ha, was für eine Nacht. Okay, ich muss nur deinen Zahn holen. Und was willst du dafür? Ich glaube, das reicht jetzt. Tschüss. Oh, es ist Zeit für mich, in den Ruhestand zu gehen. Hey, gib ihn zurück. Die Zahnfee war hier. Auf Wiedersehen. Komm wieder. Ich hoffe, sie passen. Ja, es hat geklappt. Gib mir 5, Barbie. Nächstes Mal. Okay, was kommt als nächstes? Es ist Zeit, meine Haare zu machen. Diese Frisur geht nicht. Und warum habe ich es nicht schon früher benutzt? Es ist so einfach. Wow, vielleicht gibt es noch etwas anderes. Und was ist das für ein Gadget? Yep, ich kann meine Locken mit Strasssteinen verzieren. Cool, so glänzend. Sie werden mich im Krankenhaus auslachen. Jetzt werden wir es in Ordnung bringen. Meine Hände zittern, wie soll ich denn überhaupt Eyeliner benutzen? Ich weiß, ich kann es mit einem Marker machen.
Perfekt. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich Lippenstift auftragen. Mal sehen, wer jetzt lacht. So schön. Oh, sei geduldig, Baby. Hey, nicht drängeln. Hey, Mädels, wer ist die Letzte in der Schlange? Du bist es. Glaubst du das? Oh, hast du das gesehen? Wow, komm rein. So viel Aufmerksamkeit. Das ist so schön. Oh, kenne ich dich? Vielleicht erinnert dich das daran. Was? Du bist jetzt unser Patient Nummer 1. Danke, Doktor. Ich werde wiederkommen. Kommt Dr. Drack bald? Ich lasse nicht zu, dass du dich vordrängelst. Hallo, meine Damen. Fangen wir an. Out! Ja, Sie werden einen gesunden kleinen Vampir bekommen. Jetzt Sie, Ma'am. Oh, wunderbar. Ich war die Erste. Schau. Was für ein Horror. Unser Krankenhaus ist für Vampire, nicht für Streber. Kommen Sie, wenn Sie sich in einen Vampir verwandeln. Auf Wiedersehen. Ich komme mit dir. Oh, wem mache ich was vor? Sie dachten, ich wäre eine Streberin nur wegen meiner Haare. Ich bürste sie und gehe zurück. Was? Wie ist das möglich? Ah! Vielleicht hat der Arzt mir etwas für meine Haare gegeben. Eine Visitenkarte? Das wird reichen. Auf Wiedersehen. Herr Doktor, was ist mit meinen Haaren? Hilfe! Haben Sie sie aus dem Abfluss geholt? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich keine Streber behandle. Sie sind meine einzige Hoffnung. Ich habe meinen Hippo-Dracula-Eid abgelegt. Ach, kommen Sie schon, lächeln Sie. Doc, das ist überhaupt nicht lustig. Wirklich? Okay, hier ist die Haarbürste und das Rezept. Was? Ein Grab? Das ist das Einzige, was mir helfen wird? Sie brauchen die Erde. Okay, warten Sie hier. Es ist einfacher, Sie mitzubringen, als alles zu erklären. Hier, die erste Zutat. Okay, wo kann ich Blut bekommen? Haben Sie es? Sie haben kein Blut? Gut, ein paar Tropfen. Ich will nur, dass Sie gehen. Was kommt jetzt? Und die Blumen. Ich hätte sie mit der Erde mitbringen sollen. Hm, was für ein schöner Geruch. Das war's. Jetzt raus aus meinem Büro. Doktor, danke. Er scheint mich zu mögen. Oh, bis dann. So, jetzt habe ich alles, was ich für meine Haare brauche. Lass uns die Blumen schleifen, Wasser hinzugeben und mixen, bis es glatt ist. Fertig. Öffne den Behälter unserer speziellen Haarbürste und schütte alles hinein. Super. Schließe den Behälter und fang an, das Gemachte auf die Haare aufzutragen. Tschum, tschum, schick. Wow, es scheint, als hätte mein Haar ein neues und besseres Leben begonnen. Das wirst du nicht auf TikTok sehen. Das ist die Schocktherapie-Technik meines Autors. Ich brauche nur den Strom. Fang an. Ich hoffe, das Experiment ist erfolgreich. Puh. Hat es funktioniert? Ja. Was kommt als nächstes? Aha, ich verstehe. Rote Augen. Ich glaube, ich weiß, wie man das macht. Oh, eins ist fertig. Jetzt das zweite. Oder vielleicht doch nicht. Ich muss eine sichere Option finden. Ganz genau. Ich denke, wenn ich genug Blut trinke, werde ich den gleichen Effekt haben. Genug. Jetzt muss das Blut im Kopf rauschen. Ich werde alles auf den Kopf stellen müssen. Like dieses Video, wenn du willst, dass mein Auge schneller rot wird. Wow. Ich kann nicht aufstehen. Okay, wo ist das Telefon? Doktor, hier ist Cat, ich brauche Ihre Hilfe. Was ist das Problem, Süße? Geben Sie mir 5. Haben Sie den Verstand verloren? Ich will aufstehen. Das können Sie ruhig sagen. Sie können dasselbe nutzen. Hier. Oh, ein bisschen mehr. Es ist so heiß hier. Ich bin fast aufgestanden. Bravo, Cat. Gut gemacht. Ich habe es geschafft. Lassen Sie uns eine Umarmung. Oh, dieser Geruch. Was? Wovon redet er? Okay, es ist wirklich schrecklich. Vielleicht kann ich etwas aus der Beautybox verwenden.
Einen Luftbefeuchter. Genau das, was ich brauche. Aber ich brauche mehr Leistung. Reparieren wir das. Erstaunlich. Jetzt kann ich den Turbo-Modus starten. Ich hoffe, dass das alles klappt. Ich will nicht mitten am Tag ertrinken. Oh, das ist ein richtiges Hammam. Aber der Geruch ist weg. Toll. Okay, das muss ich loswerden. Gut, dass ich den Hack kenne. Mit Wasserstoffperoxid lässt sich dieser Fleck ganz leicht beseitigen. Gieße es auf den Fleck. Ein paar Augenblicke und es ist weg. Jetzt müssen wir alles, was übrig ist, mit einem Wisch entfernen. Viel besser. Wir müssen es jetzt trocknen. Einfach perfekt. Tschüss. Und das Outfit ist fertig. Jetzt bin ich eine echte Vampirmama. Ich bin schön, aber irgendetwas fehlt noch. Mein Baby muss auch cool sein. Wow. Schau mal, wie schön und kreativ. Was muss ich noch tun? Oh, meine Nägel sehen furchtbar aus. Ich muss es reparieren. Ich mache die Verlängerungen aus Ton. Ich denke, niemand wird merken, dass sie nicht aus Acryl sind. Sieh dir nur diese Perfektion an. Es ist einfach unmöglich, mit ihnen zu tippen. Oh, Doktor, was soll ich tun? Schauen Sie. Kat, machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind in guten Händen. Ich habe einen Abschluss in Nagelästhetik. Danke, Doc. Gehen Sie weg. Okay, was habe ich noch? Genau, es ist Zeit, mich zu schminken. Ich bin mir sicher, dass die Beautybox alles hat, was ich brauche. Fangen wir mit den Augenbrauen an. Ah, was ist das für eine Farbe? Nein! Ich werde einen Lifehack benutzen. Gieße Vaseline in die Schüssel. Gib etwas Kreide hinzu und mische es, bis alles glatt ist. Fertig. Jetzt schütte die Masse in den Behälter. Unser Lippenbalsam ist fertig. Lass uns nachsehen. Er funktioniert einwandfrei. Wir können zu den Lidschatten übergehen. Wow, jetzt sehe ich aus wie ein echter Vampir. Warte, Mädchen, ich will nur fragen. Ich rufe Sie zurück. Schön, Sie zu sehen. Sie haben sich verändert. Ich werde Ihren Termin für heute ansetzen. Danke. Ist der Arzt noch beschäftigt? Puh, ich bin da. Oh, was für eine lange Schlange. Hallo, Molly. Lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Ich bin hungrig. Was machst du da? Mein Bauch. Bin ich jetzt schwanger? Ups, Entschuldigung. Du machst wohl Witze. Das ist alles nur wegen dir. Hey, ist das der Doktor? Guten Tag. Skibidi-dab-dab, ja. Skibidi-dab, wer ist der Nächste? Ich habe einen Termin. Chum-Trick. Wie kannst du es wagen? Nicht so schnell, Molly. Viel Spaß bei der Landung. Sie ist also gesund. Als Nächstes eine Meerjungfrau. Setz dich. Danke, vielen Dank. Nicht so schnell, Doc. Danke. Hier ist es gemütlich. Bist du hier? Natürlich. Lass uns mit der Untersuchung weitermachen. Okay. Du kannst dich hinlegen. So hart. Sei vorsichtig. Das war gefährlich. Schauen wir uns das Baby an. Alles ist bereit für den Ultraschall. Interessant. Willst du einen Blick drauf werfen? Nein, nicht jetzt. So habe ich das nicht geplant. Wie wäre es mit einer Geschlechtsenthüllungsparty? Welche Farbe sollen die Luftballons haben? Was redest du da? So ein schlechter Geschmack. Aber ich habe schon alles vorbereitet. Ich bin bereit, alles zu tun. Oh, jetzt geht's los. Okay, lasst uns eine Party feiern. Chum-Trick. Wo sind wir? Du wolltest eine Geschlechtsenthüllungsparty. Das ist alles für dich.
Um das Geschlecht des Babys herauszufinden, zerbricht diese Gläser. Das ist für dich. Ist das alles? Ich glaube, ich schaffe das schon. Dann lass uns anfangen. Es ist nicht schwer. Ich hoffe, es ist ein Mädchen. Los! Ja, es hat geklappt. Wow, ich werde eine Tochter haben. Toll. Lass uns jetzt aufräumen. Kannst du dir vorstellen, dass ich ein Mädchen bekomme? Das ist einfach fantastisch. Oh, herzlichen Glückwunsch. Bin ich die Einzige, die etwas Verbranntes riecht? Mama wird so glücklich sein. Sie liebt solche Sachen. Es ist so lecker. Was macht sie denn da? Ich habe das Gefühl, ich verbrenne von innen. Vielleicht ein bisschen Milch? Danke, Liebes. Kümmern wir uns um dieses Feuer. Viel besser. Was für ein Geruch. Kann ich auch etwas davon haben? Oh, jetzt ist es perfekt. Danke, Mama. Vielleicht. Das ist mir schon mal passiert. Und das ist nicht lustig. Und was soll ich tun? Wow, coole Blasen. Und es gibt so viele davon. Ich glaube, Mama wird es mögen. Cool. Ich mache mir langsam Sorgen. Ist alles in Ordnung mit ihr? Oh ja, atme tief ein und lass es nicht raus. Ja, ich hab's. Okay, dann probieren wir mal was anderes. Du kannst nicht mit geschlossenem Mund Schluck aufhaben. Ich bin ein Genie. Das war's. Ich hab's satt. Willst du es nicht auf eine gute Art und Weise machen? Dann machen wir es auf eine schlechte Art und Weise. Oh, ein Massagegerät. Vielleicht hilft es ja. Oh ja, so toll. Schön. Hey, ist das ein Erdbeben? Hör auf, sofort. Ich kann das auch. Hast du mich gehört? Mach es einfach nochmal. Oh, ouch. Das tut weh. Du hast es wirklich darauf angelegt. Und das Baby hat einen guten Schuss. Ah, warum ich? Ich brauche dringend eine Massage. Oh, komm schneller, bitte. Hallo, Miss Molly, mach dir keine Sorgen. Sag mir nicht, was ich tun soll. Leg dich bitte hin. Wenn es nur hilft. Oh. Fang an. Natürlich, entspann dich. Fangen wir mit den Schultern an. Was meinst du also? Du verstehst nicht, wer ich bin. Was tust du da? Komm her. Bitte nicht. Es ist zu spät, ich bin schon ganz aufgeregt. Du siehst lecker aus. Wow, wo bin ich? Wer bist du? Ich bin gekommen, um dich zu massieren. Cool. Was für ein lustiges Video. Warum lacht sie da? Ein neues Trum-Trick-Video. Zeig es mir auch. Komm schon. Du hast absolut keinen Sinn für Humor. Das ist überhaupt nicht lustig. Das kann nicht dein Ernst sein. Die sind lustig. Mir tun die Wangen weh, wenn ich über ihre Videos lache. Psst. Hey Leute, gefällt euch auch Trum-Trick? Schreibt in die Kommentare, Trick ist das Beste, wenn ihr zustimmt. Ich werde euch sehr dankbar sein. Ernsthaft? So viele? Nun okay, ich nehme es zurück. Bitte verzeih mir. Mal schauen. Es ist wegen uns. Cool. Wow. Miss Vam, Sie sind wieder da. Ich habe keine Zeit. Dieses Kind schafft jeden Tag ein neues Problem. Was? Das mache ich doch schon den ganzen Tag. Sie kann mich überhaupt nicht entspannen lassen. Bitte folge mir. Willst du das Geschlecht des Babys herausfinden? Das ist keine schlechte Idee. Was soll ich tun? In den Gläsern ist die Farbe des Geschlechts deines Babys. Zerbrich die Pyramide mit einem Ball und du wirst es herausfinden. Können wir nicht einfach einen Ultraschall machen? Okay, ich kann Pyramiden zerschlagen. Mal sehen, wen ich habe. Verabschiedet euch von eurem Leben, Krüge. Volle Kraft voraus. Ganz ruhig. Du kannst es jetzt aufräumen. Zisch mich nicht an. Ich hab's. Danke, Doktor. Oh, es ist so schwer. Mein Schwanz ist schon ganz taub.
Wow, was ist denn das? Ich weiß, wie ich dir helfen kann, Mädchen. Ein bisschen mehr. Wow, woher hast du den Pool? Ist der für mich? Wow. Natürlich, nimm es. Es sollte helfen. Ist das Orbis? Ist es nicht. Das ist für das Bad. Ach, ich hab's. Sieh mal, ein Wasserfeuerwerk. Was für eine Schönheit. So viele Kugeln. Toll. Genau das, was wir für eine Schwanzmassage brauchen. Perfekt. Ja, dann lass uns mit der Massage weitermachen. Komm schon. Oh ja, was für eine Erleichterung. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Geh zur Seite. Ich will es auch. Cool. Du hast doch nichts gegen Tentakeln, oder? Das ist ja noch besser. Und jetzt lass uns ein Rodeo machen. Hey, lass mich in Ruhe. Betty, es wird mich umhauen. Hör auf, es reicht. Oh, lass mich los. Du bist so unhöflich. Betty. Tut mir leid, Molly, das wollte ich nicht. Ich kann ein bisschen lesen. Oh, es geht los. Ah, wir können es kaum erwarten. Ich muss zum Arzt. Die Venen setzen ein. Was jetzt? Du schreist noch immer. Ah, was? Oh nein. Ah, was sollen wir tun? Einen Krankenwagen rufen. In die Entbindungsklinik. Beeil dich. Puh, was ist mit mir? Nimm mich mit. Aua, es tut weh. Ich werde dich einholen. Das ist aber ein schwerer Fang. Heilige Qualle, was willst du von mir? Ich will dich beißen. Oh je, das stinkt. Dieser Fischgeruch ist ekelhaft. Ich habe heute geduscht. Was ist los? Oh, das ist der Wahnsinn. Ich bin schwanger. Hey, Meerjungfrau, sieh mal, ich bin schwanger. Da sind wir schon zu zweit. Wir bekommen beide Babys. Mädels, ich bin auch im schwangeren Team. Wir werden alle bald Moms sein. Glückwunsch. Danke. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Oh, mir ist auch schlecht. Mir auch. Wie sieht's aus, Doc? Was wird es? Ein Junge oder ein Mädchen? Kannst du es sehen? Nein, das kann ich nicht. Da sind Fledermäuse. Oh, natürlich. Eine alte Familientradition. Hier ist Essen. Du musst sie herauslocken. Hilfe! Doc, wo willst du hin? Hey! Oh. Hallo, hey. Doktor? Hey! Oh, was ist das für ein Ding? Wie benutzt man es? Kann man damit ein Kleid bügeln? Nee, okay, ich mach's wie früher. Ich werde ein Gänseblümchen benutzen. Junge, Mädchen, Junge, Mädchen. Es ist ein Mädchen, ich wusste es. Was? Ich bin kein Mädchen. Hey, ich bin ein Junge. Das Baby strampelt. Bist du bereit herauszufinden, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Das ist für dich. Oh, wie süß. Junge oder Mädchen? Lass den Ballon Platz, um es herauszufinden. Der Ballon ist weggeflogen. Jetzt werde ich es nie herausfinden. Nicht weinen. Plan B. Ein Partyknaller. Gleich werden wir schlauer sein. Yay! Ich werde dein Dad sein. Schlaf ein, Fischelein, schlaf ein. Warte, ich will aussingen. Ich bin ein Wassermann. Ich werde der beste Dad sein. Das ist so toll. Das ist mein süßes kleines Baby. Ich singe die ganze Nacht. Vielleicht. Tochter, ich liebe dich jetzt schon. Du bist mein Baby und ich bin dein Dad. Toll gemacht, Schatz. Endlich Ruhe und Frieden. Ich? Ein Dad? Juhu! Warte, ich habe ein Geschenk für unser Mädchen. Wow, sie wird es lieben. Wie oft muss ich es dann noch sagen? Ich bin ein Junge. Oh, wie toll. Wow, das gibt's ja nicht. Willst du mal hören? Na los!
Hör mal. Autsch, das tut weh. Oh, das ist ganz sicher mein Mädchen. Gut gemacht, Baby. Nein, nein. Oh, ich kaufe etwas Babyzeug. Das hier. Nein, das ist meins. Das ist meins. Ich habe es zuerst gesehen. Na toll, du hast es zerrissen. Du hast es zerrissen. Oh, die Hälfte eines Kleides. Das wird eine perfekte Flosse für mein Baby. Die ganze Warterei macht mich müde. Ich werde hier noch alt werden. Lasst uns ein Foto machen. Sagt alle, Baby. Zeig her, zeig her, zeig her. Das ist schlecht. Das darf nicht wahr sein. Ich sehe aus wie ein Albtraum. Ich habe eine Lösung. Eine Maske. Genial. Ich habe Perlen. Was soll ich tun? Ich füge etwas Farbe für die Meereswellen hinzu. Mehr Perlen. Leichter, luftiger Glam. Fertig. Wie sieht es aus? Wow, das ist fantastisch. Ich bin eine himmlische Fee geworden. Und? Noch ein Foto? Wir sind bereit. Nein, ich hab Wehen. Ich auch. Und ich auch. Mit dem Baby stimmt etwas nicht. Es riecht nach Fisch. Oh nein, es ist eine Meerjungfrau. Süßes Kerlchen. Au. Das Baby hat mich gebissen. Ah, ein Vampir. Schau, hier ist ein Fisch. Ich meine, warum weinst du? Das sind nicht unsere Kinder. Seht mal, das ist mein Mädchen. Mams ganzer Stolz. Hey Schatz, komm zu Mama. Sing, kleiner Fisch. Sie hat ein Händchen dafür. Blub, blub, blub. Fischi, Fischi. Flunder, Killerwal. Das ist ja schlimm. Hier eine Süßigkeit. Puh, endlich ist sie ruhig. Schau mal, was mein Kind alles kann. Schätzchen, komm her. Zeig, was du drauf hast. Gut. Habt ihr das gesehen? Oh, ihr habt noch nicht gesehen, was mein Kind alles kann. Sohn, komm her. Zeig, was du drauf hast. Wow, nicht übel. Er hat es sich selbst beigebracht. Juhu, eine Schaukel. Sorry, beste Freundinnen. Ich muss los. Wir sehen uns bald wieder. Bye, bye. Wer ist da? Du, hab dich. Ich habe tolle Neuigkeiten. Und welche? Es ist kaum zu glauben. Ich werde bald eine Mom sein. Fantastisch. Ich auch. Yay. Glückwunsch. Hallo. Ich will unbedingt wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Das werden wir gleich herausfinden. Wow, wie aufregend. Lass uns einen Ultraschall machen. Komisch. Schmetterlinge verdecken Gesicht. Ich bin so glücklich. Husch, flieg weg. Insektenspray. Ich versuch's mal. Na los. Nicht hilfreich. Es hat funktioniert. Jetzt ist es klar. Endlich kann ich es herausfinden. Es ist ein Mädchen. Sie ist ein süßes Mädchen. Ich habe eine Tochter. Mein Baby ist heute sehr ungeduldig. Essen, essen. Gib mir einen Moment. Igitt, was ist das? Okay. Nimm es weg. Nicht gut. Das? Nein. Gut. Hier, guten Appetit. Oh, genau das meine ich. Ich bin ein Veganer. Was? Raus hier. Was ist das für ein göttlicher Geruch? Hm, wie lecker. Ich brauche diesen Nachtisch.
Hey, darf ich mal abbeißen? Nein. Ha? Gib mir jetzt den Kuchen. Ich will ihn unbedingt haben. Nein. Ha? Ups. Das ist alles deine Schuld. Nein, deine. Wow, ich bin die Königin der Bühne. Ha? Ich habe einen Termin für eine Untersuchung. Ha? Natürlich, mach es dir gemütlich. Es ist super weich. Mal sehen. Hey, wie geht's? Nicht drängeln. Ha? Wow, Glückwunsch. Du bekommst Zwillinge. Was soll ich tun? Bleib ruhig. Atme. Eine Papiertüte? Auf keinen Fall. Ich brauche etwas anderes. Oh ja. Hey, lass das. Ist ja schon gut. Wie nervig. Keine Sorge, ihr Süßen. Mein Schnürsenkel ist offen. Aber ich komme nicht ran. So nah dran. Nein. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Ich habe einen Plan. Schmetterlingsfreunde, helft mir, meine Schnürsenkel zu binden. Danke, ihr seid so süß. Oh nein, was habt ihr getan? Bringt das in Ordnung? Was? Nein? Das werdet ihr bereuen. Was jetzt? Das ist nett. Das Efeu will mir helfen. Danke. Ich kann endlich gehen. Es ist Schlafenzeit. Ich kann nicht schlafen. Ich hoffe, das ist besser. Nein, ich muss einen anderen Weg versuchen. Weckt das Baby nicht auf? Ich werde es versuchen. Nein, so geht das nicht. Wie soll ich denn jetzt so schlafen? Was? Wo schleppst du mich hin? Was macht sie da? Psst, das Baby schläft schon. Mein winzig kleiner Baby-Vampir. Wir werden bald herausfinden, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ha? Komm schon, lass den Ballon platzen. Oh, die Fledermäuse können einfach nicht anders, als alles kaputt zu machen. Verschwindet von hier, flieg zu Dracula. Ein Baby? Was sollen wir denn mit einem Baby machen? Freust du dich nicht, Schatz? Doch, doch. Oh nein, wo ist der hin? Er hat mich verlassen. Lass mich los. Wo schleppst du mich hin? Vampire! Schatz, ich habe ein Geschenk für dich. Unser Abendessen. Huh? Was? Das ist dein Kind. Kein Essen. Wir werden ab jetzt keine Kinder mehr beißen. Wirklich? Ich hatte ja keine Ahnung. Sorry. Puh, das war knapp. Wow, ich werde Vater. Ich liebe jetzt schon mein Baby. Was? Ganz ruhig. Schatz, ich habe dir den besten Schmuck aus dem Meer besorgt. Du wirst die schönste Mom sein. Oh, wie nett von dir. Ich liebe dich. Oh, ein Baby. Tolle Neuigkeiten. Das hätte ich nicht gedacht. Was soll ich dir schenken? Oh, ich habe da etwas. Hilf mir, Efeu. Was ist es? Eine Schaukel für eine werdende Mom. Oh, Nanu, es geht nicht. Oh nein, ich bin zu schwer. Schatz, nicht weinen. Ich habe eine Idee.
Wow, vielen Dank. Ich kann keinen Apfel essen. Obst riecht für mich irgendwie komisch. Igitt, die Blutgruppe passt nicht zu mir. Oh, eklig. Wasabi. Ich probier's mal. Wow. Das ist ab jetzt mein Lieblingsessen. Riecht gut. Deine Bestellung. Warte. Und was soll ich jetzt essen? Willst du etwas Knoblauch? Nein, wenn ich es mir recht überlege. Knoblauch und Schokoaufstrich. Die beste Kombination, die ich je hatte. Fee? Hilfe! Was ist? Wer hat ein Sargtaxi bestellt? Ich gehe einkaufen. Nichts von meinen Sachen passt mir mehr. Ganz ruhig. Ich habe eine Idee. Hier, ein Kleid. In deiner Größe. Danke. Die Partyeinladung für die Mehrenfrau ist gerade gekommen. Ich kann es kaum erwarten, dich auf der Party zu sehen. Hier ist die Kleiderordnung. Du darfst weder rot, schwarz noch blau tragen. Unter keinen Umständen. Oh, na toll. Was? Keine Sorge. Ich habe mir etwas einfallen lassen. Der perfekte Weißton. Du siehst fabelhaft aus. Wir sind Stapler. Was ist das? Riecht gut. Hey, darf ich einen Chupa Chups haben? Nein, der gehört mir. Nein, du kannst mich nicht erschrecken. Gut, sieh dir dieses süße Kätzchen an. Nein, nein, nein. Hier, nimm den Chupa Chups. Toll. Bye, bye. Meine Zähne. Wie kann ich euch helfen? Ich habe eine bessere Idee. Eine Spinne. Igitt, wie muss man denn drauf sein, eine Spinne zum Einkaufen mitzunehmen? Spinne, du könntest Sachen für mein Baby stricken. Danke. Mädels, wie sieht's aus? Wow, hübsch. Mein Haustier kann mir auch helfen. Fisch, mach dich an die Arbeit. Was ist das für ein Gestank? Fisch? Danke, bye. Hier kommt die Flosse für mein Baby. Wow, es funkelt. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Oh, ich hab's. Genau das Richtige. Bitte sehr, beste Freundin. Wow, darf ich mal probieren? Wow, es hat geklappt. Hier, Fairy. Mein schönes Kleid ist fertig. Ich will, dass ihr meinen Laden verlässt. Okay, bye. Keine Mehrung von Vampire oder Feen mehr. Ah, ich hab Wehen. Ich muss sofort ins Krankenhaus. Halt durch. Wir haben es gleich geschafft. Wo sind denn die ganzen Autos? Hey, irgendjemand? Heiliger Strohsack. Steig auf. Ich nehme dich mit. Bist du verrückt? Siehst du nicht, dass mein Bauch so groß ist wie der Moped? Ich steig nicht auf diesen Schrotthaufen. Verschwinde. Du bist ein Nerd, kein Vampir. Und ein Verlierer. Nimm das. Ich bin so unglücklich. Ich will auch ein Vampir sein. Hey, du da. Ich bin hier. Kannst du mich mitnehmen? Stopp!
Was machst du denn da? Du hast mich fast überfahren. Ups. Mein Fehler. Das ist doch nicht schlimm. Kannst du mich ins Krankenhaus bringen? Es ist ein Notfall. Klar. Und als Gegenleistung musst du mich beißen, damit ich mich in einen Vampir verwandle. Abgemacht. Oh, okay. Steig ein. Danke. Los geht's. Oh nein, das Auto ist stehen geblieben. Was machen wir jetzt? Der Babyvampir wird jeden Moment da sein. Wir müssen uns beeilen. Schneller. Oh je. Der Rauch ist überall. Verdammt. Mein Auto. So viel Schmutz. Hier ist dein Tuch. Na gut. Igitt, es ist so staubig. Ich will nicht in einem schmutzigen Auto entbinden. Ich mache erst mal eine Pause. Ganz ruhig, Baby. Wir müssen warten. Es kann nicht mehr lange dauern. Ich beeil mich. Alles sauber. Zeit für einen Happen. Okay, aber zuerst will ich einen Apfel. Oh nein, meine Reißzähne. Was hast du getan? Jetzt hast du nichts mehr, womit du mich beißen kannst. Oh, die Wehen. Gib mir eine Sekunde. Lass dir ruhig Zeit. Ich muss den Pickup für die Geburt vorbereiten. Eine weiche Decke. Viele Kissen. Und eine flauschige Wolldecke. Hey, Vampir, wo bist du? Warum schreist du so? Was ist denn? Ich bin fertig. Was ist das? Rosa? Ew. Bäh. Vampire hassen Rosa. Zu süß und niedlich. Ich werde auf keinen Fall ein Kind bekommen, wenn es überall rosa ist. Ich bringe ein Kind zur Welt. Wie jetzt? Bist du sicher? Ja, tu etwas. Dann bring mir dein Baby zur Welt, denke ich. Komm zu mir, Kleiner. Mach schon. Das Licht ist zu hell. Okay, hier setzt die Brille auf. Nein, die hilft mir nicht. Ich brauche ein Dach. Okay. Und, besser? Oh, Baby, willkommen in der Welt. Mein Vampir-Baby. Das reicht. Und jetzt beiß mich. Ich kann nicht. Ich halte ein Baby in der Hand. Okay, na gut. Dieser Bomb wird reichen. So, geschafft. Du kannst deinen kleinen Vampir in die Krippe legen. Wahnsinn. Bye, bye. Wow, ich sehe schlank aus. Vampir-Baby, bleib hier. Wie süß. Warum weint er? Oh, hallo, Baby. Was ist dein Problem? Warum mag mich keiner? Bäh, ekelhaft. Mein Baby. Was ist denn los? Ganz ruhig, Baby. Mein Baby findet dich gruselig. Geh weg, du Streberin. Das ist gemein. Ich will auch ein hübscher Vampir werden. Ah, na schön. Okay, beruhige dich. Hör auf zu weinen. Was muss ich tun, damit du ruhig bist? Beiß mich. Gut. Wow, wie hell. Bin ich jetzt ein toller Vampir oder was? Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Wo sind meine Reißzähne? Und meine Haare? Es tut mir leid. Es hat nicht geklappt. Was? Es hat alles noch schlimmer gemacht. Oh je. Oh, hier ist mein Mittagessen. Was ist denn damit los? Warum weint es? Wir klären das zu Hause. Igitt, ich will das nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich essen soll. Schatz, ich habe frisches Mittagessen für dich. Warte, ich greife nach Pfeffer. Schatz,
mein süßes Mädchen. Meine Augen. Mami hat dich lieb. Ich habe wieder Sonnenhalluzinationen. Meine süßen Mädchen. Jake, immer mit der Ruhe. Du hast Halluzinationen. Mädchen, hört auf zu streiten. Das ist ja furchtbar. Schon gut, Schatz. Sieh dir unsere Mädchen an. Unsere Töchter sind alle erwachsen. Liebes Tagebuch, mein größter Traum ist es, einen süßen Vampir zu treffen. Was machst du, Sis? Geheimnisse? Mein größter Schwarm. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Hä? Das ist mein Tagebuch. Jetzt nicht mehr. Jetzt gehört es mir. Lass uns mal sehen, was du versteckst. Nein, nein, nein. Willst du ein Date mit dem Vampir? Wo ist meine Brille? Ich kann nichts sehen. Hier. Haha, du hast ja Wahnvorstellungen. Mein Tagebuch. Gib es her. Das ist privat. Gib deinem Tagebuch einen Abschiedskuss. Was ist denn passiert? Schatz, nicht weinen. Britney ist gemein. Sie wird es in Ordnung bringen. Hier ist dein Tagebuch. Siehst du? Möchte jemand Eiscreme? Komm schon. Ich bin dabei. Warte, was? Ich will unbedingt zu dieser tollen Vampirparty gehen. Aber sie lässt mich nicht rein. Ich verstehe. Was sollen wir tun? Ich habe eine Idee. Hier ist mein Plan. Du wirst ein Vampir. Ich? Du bist meine Tochter. Ich kann dich beißen. Wunderbar. Lass uns die Meerjungfrau in einen Vampir verwandeln. Ich bin bereit. Tu dir keinen Zwang an. Was? Bin ich schon ein Vampir? Warum hat es nicht funktioniert? Wo ist das Problem? Ich bin jetzt ein Nerd. Schatz, mach dir keine Sorgen. Trink etwas Blut. Puh, mein altes Ich ist wieder da. Willst du einen Schluck? Nein. Die Arme. Schatz, ich habe eine Idee. Hol mal Make-up. Hier. Oh, das müsste gehen. Was soll das? Das Makeover fängt an. Von einer Meerjungfrau zu einem Vampir. Als erstes werden wir uns um dein Gesicht kümmern. So. Schön säubern. Oh je, der Spatel kann das retten. Es ist eine Challenge. Puh, mein Gesicht. Was ist denn damit los? Oh, ich weiß. Hier ist eine Feuchtigkeitsmaske. Mal sehen. Viel besser. Oh ja, Dad hat es geschafft. Sieh doch mal in den Spiegel. Ich kann nichts sehen. Oh, richtig. Deine Brille. Die Gesichtsreinigung ist fertig. Yippie! Was ist denn mit ihren Zähnen? Ich habe keine Ahnung, was ich mit ihnen machen soll. Reißzähne sind die Lösung. Wie soll ich die Zahnspange weglassen? Nein! Würde ein Magnet funktionieren? Nein, nein, nein! Schlechte Idee! Können wir sie durchsehen? Nein! Schatz, hör auf! Du bist schwer zufriedenzustellen. Gib mir eine Minute. Ist schon gut. Oma! Danke. Meine neuen Zähne sind spitzenmäßig. Ein Familienerbstück. Die Vampirzähne sind fertig. Wie werde ich ein Vampir mit einer Flosse? Jake! Mit einer Flosse kann ich nur hüpfen. Und? Sieht es gut aus? Nein. Na gut. Wie wäre es damit? Alle lieben Wednesday. Da stimmt was nicht. Okay, Kopf hoch, Schatz. Was hältst du von dem hier? Wie gefällt es dir? Oh, es ist perfekt. Jetzt bist du ein stilvoller Vampir. Es fehlt nur noch der Umhang. Danke. Und ein Vampir-Diadem. Wir haben die Beine. So eine Frechheit. Hey, das ist mein Platz. Hey,
steh auf. Hi. Warte, das ist die nerdige Meerjungfrau. Hey, willst du spazieren gehen? Er war mein Vampir. Wie gemein. Sie hat ihren Umhang vergessen. Knoblauch darf nie fehlen. Igitt, Knoblauchgestank. Aha, schön einatmen. Was? Das war mein Umhang? Oh je. Dad, Mom, ich gehe auf die Party. Warte, ich komm mit. Wozu die Eile? Du kannst doch nicht diese Pantoffeln tragen. Was soll ich dann tun? Hier, meine Hochzeitsschuhe. Wow, die sind ja toll. Schatz? Ich krieg das schon hin. So trägt man Absatzschuhe. Sieh zu und lerne. Okay, verstehe. Pass auf. Halte deinen Rücken gerade und geh. Überlass das mir. So machst du es. Mach mir nach. Ich hab's kapiert. Bye, Schatz. Viel Glück. Also, wollen wir gehen? Hey! So schön. Willst du mit mir auf die Party gehen? Entschuldigung? Ich habe keine Einladung. Das ist ja traurig. Daran kann ich nichts ändern. Was? So ein Pech. Auf jeden Fall, du Ärmste.